Leute, willkommen zu diesem Video. Unsere erste Abstimmung am Mittwoch über Edgar. Und zwar müssen wir mal eine Sache abstimmen, die wichtig ist. Bremse, die hängt schon wieder. Da tut sie gar nichts, ne? Gar nichts mehr. Also der bremst von selbst, wenn man mit ihm fährt. Schieben kann man ihn nicht. Also es muss gemacht werden. Es ist jetzt keine Abstimmung, wo man sagen kann, ja gut, wir können zwar darüber abstimmen, aber es wird dann später erfolgen, weil ich denke mal, Fahrwerkauspuff werden wir später mal in Angriff nehmen, da das Budget leider nicht so groß ist, dass man alles machen kann. Bremse ist aber wichtig. Ich will aber auch nicht jetzt nur zwei Möglichkeiten angeben, die gerade so in Budget reinpassen, damit wir da jetzt nicht in eine brenzlige Situation kommt, sondern wir euch alle Möglichkeiten nennen. Natürlich wird es sein, wenn wir die fetteste Möglichkeit nehmen, müssen wir mal gucken, wie was da noch übrig bleibt. Aber macht euch da jetzt keinen Gedanken. Ihr sollt entscheiden. Ich werde euch jetzt Möglichkeiten nennen. Oh, mein Finger ist dreckig. Möglichkeiten nennen. Meine Meinung dazu. Es ist meine Meinung. Ihr könnt anhand der Abstimmung, oben ist ein Kreis mit I, eure Meinung ausdrücken, was ihr besser findet. Jetzt an der Hand. Oh. So. Deswegen fangen wir jetzt mal einfach mal an. Versuchen wir es nochmal, ohne dass ein Mikroman gehen kommt. Die erste Variante wäre, zu sagen, wir bleiben auf Original. Das heißt, wir holen diese Sättel, zum Beispiel neue Schiebehülsen, neue Dichtsatz von Kolben rein oder holen zwei neue Sättel. Die kriegt man relativ günstig mittlerweile. Neue Beläge, Scheiben, Original plus Bremsleitung, Original und fertig. Wir müssen nichts weiter umbauen, preislich hält es in Grenzen, umbaumäßig auch, wir hätten die Serienbremsen. Vorteil ist, wir können 13 Zoll fahren, Nachteil, die ist sehr dürftig, wie jede Original Opel Bremse. Die zweite Variante wäre, wir gehen auf ATE-Sättel, der Dimension 236x20 innen belüftet, das entspricht der 1.8er Bremse, kleine GSI-Bremse bei dem alten Kadett GSI, 18E, 115 PS. Oder Ascona C, 2 Liter, 1.8 hat die Bremse auch drin. Es sind ATE-Sättel, das heißt, sie sind wartungsfrei, da sie keine diese Schiebehülse-Kacke haben. Wir besorgen uns die Sättel, die habe ich sogar noch liegen, sprich, da hätten wir keine Kosten. Die Sättel überhole ich einfach. Dann holen wir Scheiben und Beläge. Die kosten nicht viel für die Bremse. Neue Bremsleitung, wir müssen nichts weiter umbauen, kein Bremskraftwäsche, kein Hauptbremszylinder, nichts. Und wir hätten eine bisschen leistungsfähige Bremse. Können noch 13 Zoll Felgen fahren, so weiter. Wir können noch 13 Zoll Felgen fahren und es wäre eine relativ simple Sache. Das wäre Option Nummer 2. Nummer 3 wäre dieselbe Bremse, also 236x20, aber als Sport ausführen. Das heißt, Steifflexleitung, Sportbeläge, Sportbremsscheiben. Vorteil ist natürlich, höhere Bremsleistung. Also man merkt, welchen Unterschied hat er den Corsa B GSI mit der Bremse. Corsa B GSI. Ich hatte den Corsa B auf GSI-Bremse umgebaut mit Ferrodo Sportbremsscheiben und Beläge. Unterschied wie Tag und Nacht. Also selbst das würde bei dieser Kombination reichen, um erhöhte Bremsleistung zu haben. Vorteil noch einmal, wir müssen nichts weiter umbauen. Also kein Bremskraftwäsche, kein Hauptbremszylinder, ne? Also wir haben da kein Theater und wir können auch wieder weiter 13 Zoll Felgen fahren. Das ist übrigens mein Favorit. Ganz ehrlich, die 236x20 als Sportausführung einzubauen. Wie gesagt, wir hätten auch den Vorteil, wir können die 13 Zoll Felgen fahren, also jetzt nicht die Steilfelgen, aber es gibt auch schön Original 13 Zoll zum Beispiel oder auch 13 Zoll Schliening Felgen, ganz coole. Die können wir fahren ohne Probleme. Wir hätten erhöhte Bremsleistung, die Kosten sind Grenzen. Durchschnittlich doppelt so teuer sind Sportbremsscheiben, Belege und Steilflexleitung als das Originale. Es passt noch einigermaßen. Sättel habe ich hier. Und den Rest müsste man dann nur eben neu kaufen, weil logische Bremssachen sollte man neu kaufen. Wie gesagt, wäre mein Favorit. Option Nummer 3. Die vierte Option wäre natürlich noch größer zu gehen. 2 Sätzen 50x24, was der GSI-Bremse, die neuere GSI-Bremse entsprechen würde. 2 Liter GSI oder GSI 16V zum Vorderachse entsprechen würde mein Kadett E. Die Bremse sollte bekannt sein, die fahre ich eigentlich auf viele Asconas. Vorteil natürlich noch besser Bremsleistung, da größere Scheiben, plus da der Bremskolben im Sattel größer ist. Nachteil, 13 Zoll Felgen nicht mehr wirklich möglich und wir müssen mehr umbauen. Bei dieser Bremse müssen wir nämlich den Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker sowie Druckminderer tauschen. Das heißt, die Sachen, dafür ein Kadett E, ich die nicht habe teilweise, die habe ich gar nicht, müsste ich erst noch kaufen.
mehr Kosten. Plus wir müssen auch eine Hinterachse dran gehen, da ich habe nachgeguckt, laut Umrisskatalog sind die Trommeln vom Durchmesser und Belag gleich. Nur der Radbremszylinder ist 19 statt 17, sprich wir müssen auch noch die Radbremszylinder austauschen. Ja, höher Bremsleistung ist der einzige Vorteil. Nachteil ist, wir müssen viel Geld da investieren. Jetzt können wir natürlich noch Option Nummer 5 machen. Nummer 5 wäre die 2650x24er G7-Bremse. Hui. Als Sportausführung, sprich Sportbremsbeläge, Scheiben plus Steilflexleitung verbauen. Die bekannten Nachteile sind natürlich keine 13 Zoll Felgen mehr und schweineteuer, weil wir müssten dann die Sportbremsbeläge, Scheiben, Steilflex holen, doppelt so teuer wie original. Sachen. Dazu müssen wir noch Bremskraftverstärker kaufen, noch einen Hauptbremszylinder kaufen, noch Druckminderer kaufen und Radbremszylinder hinten kaufen. Plus Überholsatz für die Sättel. Kostet einiges und ich vermute, dass die letzte Variante, die ich euch jetzt gerade genannt habe, unser Budget sprengen wird. Ja, soll jetzt nicht Beeinflussung sein. Für mich ist Option Nummer, ich muss selber nachdenken, 3. Die 2630x20er Sportausführung. Die sinnigste für dieses Fahrzeug, da wir nicht so viel umbauen müssen. Einfach nur Sättel runter, Belege, Scheiben drauf, Sättel drauf, fertig. Ja, ihr seid jetzt dran, entscheidet, was ihr als sinnig für Edgar anseht. Das ist eure Entscheidung. Auf Scheibenbremse hinten habe ich fallen gelassen, weil das wird das Budget endgültig in den Keller reißen. Und es ist ziemlich aufwendig, vor allem die speziellen Druckminderer, die man braucht, damit man Scheibe hinten fahren kann, kann man mit Gold aufwiegen. Deswegen ist das keine Option zu sagen, wir bauen hinten auf Scheibe um. Sprich, dass wir komplette 16V-Bremse verbauen. In dem Sinne ist die ja vorne nur die 2 Liter GSI-Bremse als 2 Sätzen, 50x24. So, ich hoffe, ich hab euch nicht verwirrt mit den ganzen Zahlen und Meinung von Nathalie, wie ich es sehe. Klickt auf der kleine i, das müsste jetzt mittlerweile auch jetzt so reingerutscht sein und anzeigen, dass es dann da ein Voting gibt, also da oben, ne? So, da oben. Und dass ihr eine Umfrage machen könnt. Klickt drauf, stimmt ab für Edgar. Ja, wann ihr jetzt das sehen werdet mit der Bremse, weiß ich nicht. Ich produziere ja immer ziemlich viel vor. Das Voting mache ich ja noch, während das Auto noch am Basteln ist, weil nützt ja nichts, wenn ich ein Voting mache, wenn ich nichts mehr gefilmt habe. Ich gehe mal davon aus, Ende Februar? Nee, Ende Februar, nicht März. März wird dieses, werdet ihr das mit der Bremse sehen. Also ich habe jetzt schon so viele Videos vorproduziert, es wird wohl... Ach du meine Güte. Das kam jetzt von Liebe, von tiefstem Herzen. Dieser... Ja. Ihr werdet es wohl erst im März sehen, welche Bremse es geworden ist. Also im Endeffekt, das Voting lasse ich jetzt einfach mal bis Ende des Monats laufen. Also den ganzen Februar. In diesem Sinne wisst ihr ja, Don, ja, ihr wisst Don Ding Dong. Ihr wisst eigentlich schon, wenn ihr euch das Voting-Ergebnis Ende Februar, also Anfang März anguckt, welche Bremse es wird. Deswegen wird es wohl keine Überraschung sein, aber die Leute, die sich vielleicht überraschen lassen wollen, im März kommt dann das Video. So, jetzt habe ich wieder viel gequatscht. Ist ein bisschen langweiliges Video, weil ich nicht so viel zeige, deswegen laufe ich auf jeden Drover hier rum. Hui. Cool, jetzt sind wir schlecht. Wir sehen uns im... Oh mein Gott, wir sehen uns im nächsten Video. Donnerstag, ey. Ich sollte nach der Arbeit keine Videos drehen. Das wird ein bisschen verwirrt immer. Verwirrend da immer. Wir sehen uns Sonntag, nicht Donnerstag. Wobei, man könnte ja vielleicht mal 3 Videos die Woche machen. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Haha, 3 Videos die Woche. Einfach mal rauszuhauen. Schauen wir mal, ob man das vielleicht hinkriegt. Ja, gucken wir mal. Zeit muss natürlich da sein. Egal, jetzt aber Tschüss.